Achtung, Gleis 7. Der D-Zug aus Richtung Hof mit Kurswagen aus Leipzig. Planmäßige Ankunft 18.37 Uhr. Hat voraussichtlich 15 bis 20 Minuten Verspätung. Das war was anderes als Fahnenschwingen und Freundschaftsschein. Na, hören Sie mal. Ich habe immer gesagt, Klein Schmidt, Sie sind mein Zeuge. Ich habe immer gesagt, dieser Reichert, das ist eine Kanone in seinem Fach. Wirklich, wirklich. Respekt, wie lange Sie es da drüben ausgehalten haben. Und dieses Zeug, was Sie da gemacht haben, dieses Relon, ist eine tolle Sache. Meine Kunden, die waren wie verrückt danach. Synthetische Faser und saugfähig. Das ist ja unser Verfahren. Relon ist natürlich drüben niemals zu Patent angemeldet worden. Tja, meines Wissens nicht. Unter normalen Verhältnissen könnte die Geschichte für Sie sehr unangenehm werden. Glücklicherweise kommt uns die politische Lage, die ich persönlich aufs Äußerste bedauere, in diesem Falle sehr entgegen. Ich kann dem Reichert nicht mehr in die Augen sehen. Heute wurde von Reichert gesprochen. Na und? Der ist ja gar nicht da. Eben. Einige Genossen waren der Ansicht, es legen Verdachtsgründe für Republikflucht vor. Wolf, Herr Reichert, lege ich meine Hand ins Feuer. Dann geben Sie nur Acht, dass Sie sich nicht verbrennen. Tut mir leid, Genosse Kunert, aber... in diese zweifelhafte Lage haben Sie sich selbst gebracht. Eines Tages werden auch Sie einsehen, dass man mit dem Kapitalismus nicht paktieren kann. Oder sind Sie mir überhaupt keine Antwort schuldig, weil ich von drüben komme? Bitte, Reichert, aus dem Osten, also bitte, wie Sie wollen. Ich wollte den Frieden mit Ihnen auskommen, Herr Bröttcher. Aber wenn Sie glauben, ich kann mich nicht wehren, dann werde ich das mal in Berlin... Jetzt werde ich Ihnen mal meinen Vorschlag machen, Herr Reichert, passen Sie auf. Ich biete Ihnen eine gute Stellung. Selbstständig, mit Verantwortung, Spitzenposition. Was anderes kommt für Sie doch gar nicht in Frage. Das ist doch ein faires Angebot, Herr Reichert, nicht wahr? Warum mussten Sie auch ausgerechnet jetzt kommen?